Das zweite ist der Hinweis darauf, dass Allah im ehrenwerten Koran darauf hingewiesen hat, dass er alles sinnhaft und mit einem bestimmten Zweck erschaffen hat. Von dieser Grundlage ausgehend kann eine unlogische oder in sich gebrochene Schöpfung nicht existieren. Im Umkehrschluss heißt das, dass der Mensch, der die Besonderheiten in den Abläufen der Schöpfung verstehen will und auch sehen will, in welche Richtung die Schöpfung hinstrebt, diese Logik finden muss. Dazu gibt es verschiedene Methoden, dazu gibt es verschiedene Ansätze in den Kommentaren und in den islamischen Quellen, und das soll gezielt und systematisch vorgestellt werden.